Die Sowjets, die im roten Trikot von rechts nach links spielen, haben die stärkste Besetzung heute Abend aufgeboten. Sie haben Kharlamov wieder dabei, der pausierte. Und Petrovs Knieverletzung ist ebenfalls behoben, sodass die Sowjets tatsächlich mit dem Besten, was sie haben, heute gegen die Finnen angehen. Die Finnen, die ihnen in München so viele Schwierigkeiten machten beim mühevollen 8:4 Erfolg. Es stand sogar einmal nach 40 Minuten 4:4 und das hätte beinahe das 1:0 sein können. Nervosität in der Abwehr. Petrov. Und die ganz große Möglichkeit hatte Petrov. Das Trikot. Valtonen, Nachschuss. Der sowjetische Verteidiger hat gewonnen. Geht allein weiter. Jakuschew zwischen die Beine gespielt. Toller Einsatz auf beiden Seiten. Jakuschew. Tor. Da kommt er. Der Ball prallt ab von Valtonen und geht dann doch noch ins Netz. Jakuschew. Marjamäki, der bisher für Finnland die meisten Tore geschossen hat. Große Möglichkeit! Kharlamov, Petrov, Mikhailov. Kharlamov. Tor! Nach 8 Minuten und 56 Sekunden, hier kommt das 2:0 durch Kharlamov, haltbar, ein Fehler von Valtonen. Keine Möglichkeit, die Sowjets sind schneller, läuferisch stärker. Oh, ganz große Möglichkeit in der Mitte, Jakuschew allein. Kharlamov hilft hinten aus. Petrov. Mikhailov allein. Lutschenko. Kharlamov. Mikhailov. Das war ein Bombenschuss direkt von Kharlamov. Torschütze Lepe. Nach 11 Minuten und 26 Sekunden. Lepe und Tor. Ball war drin, Zuspiel kam von Tjurin, hat den Puck angenommen zu Maltsev. Und da ist Kapustin frei und abgewehrt von Valtonen. Wird verschlagen von Tjurin. Immer wieder Maltsev mit der Nummer 10, der zwei, drei Gegenspieler alleine beschäftigen kann. Linonma, aber die Finnen kommen kaum raus. Tretjak. Das war ein Fehler von Repo und ein Schuss von Nomelin. Die Finnen kommen immer noch. Oh, das war die große Möglichkeit von Vechs. Die Sowjets
haben durch Michailov den Puck verloren. Jakuschew. Die Finnen mit Leppe. Was für ein schwacher Schuss. Das war die ganz große Möglichkeit für Linnon Maa. Rauta Kallio und Lindström in der Verteidigung stehen. Sind dann von im Angriff. Tretjak. Und wieder eine ganz große Möglichkeit. Oh. Mononen. Michailov. Das ist das 3:1. Das verstehen die Sowjets mit ihrer Schnelligkeit, ihrer Technik wie niemand sonst zu kontern. 3:1. Zu nutzen. Linnon Maa. Die Stürmer hinten im eigenen Verteidigungsdrittel. Wieder Kapustin und Valtonen. Lutschenko. Michailov. Das war der Routinier Michailov. Das ist Petrov mit der Nummer 16 und dann bleibt der Puck da hängen und Michailov war's. Lutschenko. Michailov. Petrov vorn und Valtonen. Sowjetischen Stürmern zu tun. Schalimov, Jakuschew. Schalimov. Schadrin. Großartig von Valtonen gehalten. Aber Jakuschew. Sechs Minuten und 35 Sekunden im dritten Drittel gespielt. Spielstand unverändert 4:1. Bulli vor dem Tor der Finnen für die Sowjets. Petrov mit der Nummer 16, dann Michailov. Repo. Und Lutschenko. Repo. Direkt aufgenommen. Direkt aufgenommen, diesen Pass, der von links herüberkam. Das ist die Wiederholung. Kharlamov. Petrov und Michailov. 5:2. Michailov mit seinem dritten Tor in diesem Spiel. Auch schlecht abgespielt. Die Finnen mit Leppe. Und da hat Ojenus verpasst. Der Mann mit der Nummer 26. Aber der Puck ist noch bei den Finnen. Lindström. Tretjak und Maltsev gegen Ojenos. Tjurin. Anisin zögert zu lange mit dem Abspiel. Tjurin und Valtonen. Gefangen, den Spielern abgeblockt. Maltsev. Immer noch Maltsev. Und